Herzlich willkommen zu dem heutigen Video. Ich möchte euch heute ein bisschen bei meiner Pflegeroutine mitnehmen und wir starten jetzt gerade in der Dusche. Meine Haarroutine habe ich euch ja vor kurzem schon gezeigt, deswegen werde ich da jetzt nicht genauer drauf eingehen, aber ich kann euch das Video gerne unten in der Infobox verlinken. Heißt, ich werde den Fokus heute auf meine Hautpflegeroutine legen, vor allem auf die Körperpflege. Ich benutze ja jetzt schon seit einigen Jahren feste Seife zum Duschen anstelle von Duschgel und momentan benutze ich da die Sommerseife von Erui. Die riecht super gut nach Lavendel und Sommerkräutern, ist ohne Palmöl und eignet sich für trockene Haut. Und außerdem kann man die auch als Haarseife benutzen, was ich auch sehr cool finde. Damit reibe ich dann einfach so meinen ganzen Körper ein, schäume die gut auf und spüle das Ganze dann ab. Als nächstes benutze ich dann so einen Sisal-Schwamm, in dem man auch die Seife reintun könnte. Aber ich benutze ihn einfach nur so als quasi so als Peeling-Handschuh und gehe damit auch über meinen kompletten Körper, einfach um die Durchblutung anzuregen und so abgestorbene Hautschuppen zu entfernen. Viele haben mich auch zu einem Update zu meinem plastikfreien Rasierer gefragt und ich benutze ihn immer noch und bin immer noch super happy damit. Nach dem Duschen trockne ich meinen Körper dann einfach nur ein bisschen ab, sodass die Haut noch leicht feucht ist und benutze dann die Rose Belly Body Butter von Erui. Die Produkte von Erui haben eine strenge Bio-Zertifizierung, sind zu 100% natürlich und werden in Österreich hergestellt. Außerdem sind auch alle Produkte komplett plastikfrei. Die Verpackung von dieser Creme zum Beispiel ist aus einem Tiegel, der aus Holz und Stärke besteht. Mir gefallen die Zutaten hier ganz besonders gut. Diese Creme zum Beispiel besteht aus Shea-Butter, Calendula-Öl, Kakaobutter, Jojoba-Öl, Maisstärke, Beerenwachs, Arganöl, Nachtkerzenöl, ätherischen Ölen und Vitamin E. Also wie ihr seht, das sind wirklich komplett natürliche Zutaten. Die Produkte sind auch super einfach zu verwenden. Ihr nehmt euch einfach ein bisschen von der Creme raus und ihr braucht wirklich nicht viel. Also ich nehme immer nur so eine Fingerspitze, verreibe das dann zwischen den Händen, damit die Creme schmilzt und trage das dann auf die noch leicht feuchte Haut auf. Und ich mag die Creme einfach so, so gern. Die riecht erstmal unglaublich gut und außerdem macht sie die Haut nicht so fettig. Also die zieht super schnell ein und die Haut fühlt sich danach einfach super gepflegt und weich an. Ich habe auch noch eine Gesichtscreme von Erui, die hatte ich auch schon einmal und ich finde beide wirklich unglaublich gut. Und wenn ihr die auch mal ausprobieren möchtet, dann findet ihr unten in der Infobox einen Rabattcode, mit dem ihr 25% Rabatt bekommt. Wenn ich mit dem Eincremen fertig bin, dann kümmere ich mich um meine Haare und heute habe ich mich dazu entschlossen, dass ich meine Haare wellig tragen möchte und deswegen habe ich mir die einfach zu zwei French Braids geflochten. Meine Haare lasse ich jetzt einfach so lufttrocknen und ich würde jetzt gerne eine Gesichtsmaske machen und ich habe hier noch eine, die schon relativ lange in meinem Kühlschrank liegt, aber ich glaube, sie ist noch gut. Meine Gesichtspflege ist inzwischen sehr, sehr minimalistisch geworden, also momentan zumindest. Ich versuche meine Haut einfach so ein bisschen zu schonen, würde ich sagen, und nicht tausend verschiedene Produkte zu benutzen. Ich hatte ja über das letzte halbe Jahr, würde ich sagen, so ziemliche Hautunreinheiten. Ich denke, das war größtenteils einfach Stress. Letzten Sommer musste ich ja auch Cortison-Tabletten nehmen, wodurch ich auch super viele Pickel bekommen habe, vor allem hier an den Wangen. Und ja, deswegen habe ich jetzt versucht, meine Haut ein bisschen zu entspannen. Ja, und momentan mache ich auch so ein kleines Experiment. Und zwar versuche ich größtenteils wieder, also was heißt Experiment? Eigentlich bin ich nur wieder dazu zurückgekehrt, dass ich größtenteils auf Zucker verzichte. Und ich wollte einfach gucken, ob das bei meiner Haut einen Unterschied macht. Ob ich dadurch merke, dass es irgendwie besser wird, dass die Hautunreinheiten so ein bisschen weggehen. Und tatsächlich merke ich dadurch einen Unterschied. Also es ist jetzt noch zu früh, um wirklich was zu sagen. Ich mache es jetzt seit 4 bis 6 Wochen, würde ich sagen, und auch nicht komplett strikt. Ich habe von meiner Mutter sehr viel Schokolade geschenkt bekommen und deswegen bin ich da auch wieder ein bisschen rausgefallen. Ja, aber generell glaube ich, dass das auf jeden Fall schon einen riesen Unterschied macht. Ich trinke auch sehr viel mehr Wasser die letzten Wochen. Was, denke ich, auch ganz gut dazu beiträgt, dass meine Haut in den letzten Wochen besser geworden ist. Aber da das ja auch ein Self-Care-Video ist, möchte ich an dieser Stelle auch sagen, dass es auch überhaupt nicht schlimm ist, Hautunreinheiten zu haben. Also ich hatte eine Zeit lang, wo es mich schon ziemlich gestört hat und auch ziemlich an meinem Selbstbewusstsein gekratzt hat. Genauso wie letztens in dem Video, Haare sind nur Haare und die Haut,
das Hautbild ist auch einfach nur die Haut, wie sie halt aussieht. Also ich finde absolut, dass man seine Haut pflegen sollte und sich einfach um sich selbst kümmern sollte. Aber gleichzeitig finde ich, dass man immer im Hinterkopf behalten sollte, dass die Haut nicht makellos und perfekt sein muss, sondern dass sie perfekt ist mit ihren Unperfektheiten. Ich glaube, ich habe mir jetzt genug von dieser Maske ins Gesicht geschmiert. Das lasse ich jetzt einwirken, bis es getrocknet ist, und solange werde ich ein bisschen an meinem Buch weiterlesen. Ich lese gerade immer noch dieses Buch, Gib dir die Liebe, die du verdienst. Ich bin jetzt fast durch. Ich denke, ich werde heute damit fertig werden. Und es gefällt mir sehr, sehr gut. Also ich finde, es war ein sehr schönes Buch. Ich fand es besonders cool, dass zwischendurch auch immer so Selbstliebe-Übungen drin waren oder generell Übungen zu verschiedenen Themen, zum Beispiel wie man irgendwie Vergangenes loslassen kann oder wie man so negative Glaubenssätze loslässt. Aber wie gesagt, ich bin noch nicht ganz durch, aber bisher gefällt es mir gut und ich würde es weiterempfehlen. Irgendwie ist bei mir alles rosa. Rosa, rosa, rosa. Und guckt euch das so an. Sasu muss natürlich auch ein bisschen verwöhnt werden. Sasu! Komm mal her! Hier, komm! Sitz! Und nimm! Ich trockne mein Gesicht übrigens nach dem Waschen auch gar nicht mehr ab, sondern ich lasse das Wasser einfach so auf der Haut. Und danach trage ich dann meine Hautpflege auf. Und diese Creme hier von Erui, die riecht auch einfach so unglaublich gut. Das ist immer so ein richtiges Wellness-Gefühl, wenn ich die benutze. Und wenn ihr die Pflege so auf die feuchte Haut auftragt, dann wird die Feuchtigkeit einfach viel besser eingeschlossen. Ich mache mir jetzt noch schnell die Augenbrauen und dann bin ich mit meiner Pflege soweit fertig. Irgendwie ist mir momentan wieder so dauerkalt. Ich könnte mir natürlich auch mehr anziehen als ein T-Shirt und eine kurze Hose. Aber eine Kuscheldecke ist bequemer. Komm, Quatsch. Es ist so sauer, aber auch so lecker. Ich bin jetzt gerade voll am Überlegen, was ich für diesen Self-Care-Tag noch machen kann. Also das ganze Beauty-Programm hat auf jeden Fall sehr gut getan. Eine Sache, die ich auf jeden Fall machen möchte, ist mit meiner Faszienrolle mich ein bisschen ausrollen. Ich habe nämlich irgendwie hier auf der rechten Seite eine extreme Verspannung im Nacken, in der Schulter. Ich weiß nicht, wovon es kommt. Wahrscheinlich habe ich irgendwie die letzten Tage schief geschlafen. Ja, aber das möchte ich auf jeden Fall ausrollen. Und sonst ist heute eigentlich so ein Self-Care-Tag, wo ich etwas habe, wovor ich mich drücke, was ich erledigen müsste. Und ich glaube, das würde voll gut tun, das zu erledigen, aber ich habe einfach keinen Bock. Ich habe nämlich vor ein paar Tagen einige Klamotten aussortiert und jetzt liegt hier ein riesiger Stapel Klamotten, die ich alle noch auf Vinted stellen möchte. Und ich drücke mich ziemlich davor und ich weiß auch nicht, ob ich es heute machen werde. Ich habe mich dann entschieden, den restlichen Tag einfach ganz entspannt zu verbringen. Ich habe erstmal mein Buch weitergelesen und dann gab es erstmal was zu essen, und zwar dieses unglaublich leckere und gut aussehende Ofengemüse. Danach habe ich erstmal noch ein paar Videos geguckt und dann war es auch schon Abend und dann habe ich mich noch ein bisschen meiner Faszienrolle gewidmet, beziehungsweise meiner Faszienkugel, und habe damit einfach so Verspannungen ein bisschen ausgerollt und ich liebe das einfach so sehr. Falls ihr noch nie eine Faszienkugel oder eine Faszienrolle ausprobiert habt, tut es. Und eine Übung, die ich total gerne mache, ist, dass ich die Kugel einfach so an die Wand lege und dann so rauf und runter rolle. Das tut einfach so gut. Dann habe ich nur noch ein paar Dehnübungen gemacht und dann war es das auch mit meinem Self-Care- und Pflegetag. Und das war das komplette Video. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Schreibt mir gerne mal unten in die Kommentare, was ihr als nächstes gerne für Videos sehen würdet. Und wie gesagt, unten in der Infobox findet ihr den Link zu Erui und auch den 25% Rabattcode. Und ja, dann war es das jetzt fürs heutige Video und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!